Normalerweise läuft das ja hier so, ich weiß als Einzige immer, was auf die vier zukommt und die wissen nichts. Heute ist das etwas anders. Ich weiß, was passiert. Oliver, Mirja und Barbara, sie wissen auch, was passiert. Nur Tietje, die hat als Einzige keine Ahnung. Und das soll auch so bleiben. Deshalb geben wir ihm jetzt den Kopfhörer. Und du gehst schön bevor, du gehst dann schön mit der Tante Aufnahmeleiterin, die jetzt kommt. Komm, okay. Hallo, Tante. Komm. Nimmst den Tietje mit, setz schön auf, genau. So, er kriegt noch eine Brille, damit er auch nichts sieht. Und wir führen ihn. Wir führen ihn ab. So ist recht. Wir hoffen, dass der Tietje sich gleich freut, weil wir entführen ihn nämlich in die herrliche bunte Welt der Volksmusik, meine Damen und Herren. Was Tietje nämlich nicht weiß, er ist mit Barbara zusammen ein herrliches Volksmusik-Duo. Und Barbara, du hast dir heute Nachmittag einen ganz subtilen Namen ausgedacht für euer Duo. Wie willst du es nennen? Die Tittmoninger Wuchtbrummen sind wir. Die Tittmoninger Wuchtbrummen. Ich dachte, die Tittmoninger Wuchtbrummen. Ist von jedem von uns beiden was drin. Das ist ein herrlicher Name. Barbara, streif du dir doch schon mal deinen Dirndl über. Und kein geringerer als Olli Hinterpfutzler wird diesen Event moderieren. Und Mirja hat sich entschieden, einen liebestollen Fan zu geben. Und Barbara, du schaust auf jeden Fall schon mal nach ihm. Ja. Es scheint ja wohl nötig zu sein, dass irgendjemand nach ihm schaut. Ich sag's dir. Ne? So ist recht. Moment. Oh, den Fifi aber nicht, oder? Aber ja. Sag einmal, du alte Wursthaut, wie schaust du aus? Schon wieder mit dem Walkman rumstehen. Wir haben gleich einen Auftritt. Nimm dir einmal die Brille runter. Du bist nicht Stevie, wie heißt der noch? Stevie Wonder. Setz den Hut auf mich. Ich sag einmal, wo ist dein Gewand? Mein Gewand? Ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Sag einmal, seit 30 Jahren treten wir zusammen auf. Jetzt reiß dich ein bisschen zusammen. So, Moment. Ach, Karin, warum? Karin? Vielen Dank. Danke sehr. Servus. 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 Ihr seid wunderbar. Dankeschön. Ein ganz herzliches Willkommen zum Herbst Inferno der Volksmusik. Ich begrüße natürlich wie immer auch die Zuschauer in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg und in den slawisch annektierten Ostgebieten. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Meine Freunde, wir haben ein wunderbares Programm für euch. Wir haben sie alle. Wir haben die Zillertaler Schürzenjäger. Ja. Wir haben die Gandersheimer Gesichtsbaracken. Und jetzt haben wir zum ersten Mal im Farbfernsehen überhaupt hier mit einem Riesenapplaus von euch begrüßt die Tittmoninger Wuchtbrummen. Herzlich willkommen! Ja. Schön, dass ihr mal wieder vorbeikommt. Ich muss sagen, die Barbara, die kenne ich ja, da war sie so. Ja. Aber du bist ja neu in dem Duo. Was hast du bis jetzt gemacht? Er ist ursprünglich aus Polen. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Sie hört auch, wenn man spricht. Ja, das geht mit der Zeit. Ja, aber du hast ja auch ein paar Jahre als eine Hälfte der Wilde Herzbuben gearbeitet. Warum hattet ihr euch nochmal getrennt? Ja, das gab da verschiedene Differenzen in der Bezahlung. Und zwar hat der Kollege mal 70% bekommen und ich nur 30. Und das ist natürlich eine Unverschämtheit, deswegen treten wir jetzt zusammen auf. Als du Spatzl, magst du mal ganz kurz dem Herrn Hinterpfotze erzählen, was wir für schöne Lieder auf unserer neuen CD haben? Ja, wir haben auf unserer CD 12 wundervolle Lieder. Nummer 1, es fängt an mit Wenn das Madel auf der Wiesen steht. Die Tittis! Und zeig doch mal, was wir dazu immer machen, wenn wir damit auftreten. Das ist die dazu haben wir immer diesen Hut hier und da machen wir immer. Das ist so schön. Und dann denken die Japaner immer, Godzilla ist da. Das ist ja wunderbar. So, jetzt passt mal auf, ihr habt ein wunderbares. Was ist denn das? Ein Fan, das ist ja herrlich. Da ist die ganze aufgeregt. Ja, hallo. Das ist Zeit, nehmen wir uns natürlich. Das ist doch klar. Die Zeit haben wir immer. Ja.
Kannst du dich noch erinnern, als du im Rheinland warst? Vor 8 Monaten, weißt du noch? Die Gabi da. Im Rheinland, ja. Du hier, guck mal. Sie, mein ja. Souvenir von dir. Was, du hast ja. Und jetzt kommt er, ist auch schwanger, du stell dir vor, das ist doch verrückt. Zugenommen hast. Du kannst jetzt den Namen aussuchen. Was? Ja, ja. Sag einmal. Was? Wo war ich denn da, wie du die Frau der besprungen ja, hast? Du, an der Bar, Bar. Du warst an der Bar und warst ziemlich betrunken und wolltest ja. nicht mehr mit mir. Und da habe ich gedacht, naja. Mensch, sag einmal, also ich bin empört. Ja, ich würde sagen, damit wir uns alle ein bisschen abregen, setzt sich die Dame hier wieder zu ihrem Vater an den Tisch. Ja. Und wir, meine Lieben, werden jetzt einmal mit einer anderen Kunst. Hallo, na, das ist ja eine herrliche Aussicht. Oh, die Barbara müsste sich viel mehr bücken. So, pass auf. Dann jetzt geht's mal weg, du. Eine Weltpremiere. Welchen Titel werden wir hören von euch? Herzelein. Herzelein. Meine Damen und Herren, die Tittmoninger Wuchtbrummen. Viel Spaß. Oh. Herzelein. Im Ofen hab ich noch ein Schwein. Das schieben wir uns gleich noch rein. Und dazu einen schönen Wein. Und jetzt du. Herzelein, ich ess noch ein Eisbein. Ich hab ein Kind von dir! Und das Kind herein. Und ist ein Enkelchen! Ist ein Enkelscherein. Nächste Jahr, mein Herzelein, lernst du mal Bayerisch. Das ist ja fürchterlich mit deinem Slawen. Ich bin aus Polen, da haben wir die Autos genommen. Ich hab dir ein Kindlein gemacht, das hat noch nichts Bayerisches gesagt. Servus, danke schön, das freut mich. Danke sehr. Danke schön. Vielen